finde es halt gerade krass, dass er bei 8 Schüssen, die er abgeschossen haben soll, dass er nicht einmal richtig trifft. Ne? Ich meine, der Turm ist jetzt auch nicht wirklich schmal. Ja, wir können ja so einsteigen, dass wir... Ja, Robin, heute ist ja auf jeden Fall die Ausgabe, über die alle reden werden. Es ist wirklich... Es ist passiert. Also ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich glaube, es ist die höchste Bewertung, die wir je gegeben haben. Ja. Und das hat einen großen Grund. Wir haben damit gerechnet, ne? Also ich dachte mir, wann wird es passieren? Früher oder später muss es passieren und jetzt ist es raus. Die letzte Woche, Alter, das kann nicht wahr sein. Ja. Komm, zieh doch Haus raus. Es ist passiert, liebe Leute. Ralf Schumacher ist schwul. Nein. Ja. Ralf Schumacher, Alter. Der Bruder von Michael Schumacher und Sohn von, weiß nicht, David Schumacher oder so, hat sich mit seinem neuen Partner bei Instagram gezeigt. Und ich wusste, der kann doch nicht hetero sein. Der hat ja eine Ehefrau gehabt. Da ging und direkt Kind. Der Gay da an. Ach, das war der da mit der Corinna? Nee, das war... Genau, das ist der. Echt, ja? Und die haben sich ja getrennt. Oh, aber was Corinna jetzt denken muss. Und die haben sich scheiden lassen, obwohl er schwul ist, haben sie sich scheiden lassen. Und ich dachte immer schon, irgendwie... Also ich glaube, der fährt zumindest zweigleisig. Und jetzt... Oder... Nee, warte mal, der fährt gar nicht. Fährt der Formel-1-Wagen? Ich dachte, er ist auch gefahren, oder? Ja, wisst ihr nicht. Ich dachte, er... Es ist jetzt auch Viertelwissen. Aber es ist passiert. Die ganze Woche war nur voll das Thema Ralf Schumacher. Überall. Sonst nichts eigentlich. Ist ja nichts passiert sonst. Ja, aber es muss ja auch nicht noch mehr passieren. Nee. Alter, das ist ja wohl crazy. Ja. Überleg mal, der ist doch jetzt auch schon, weiß ich nicht, 60 oder so. Nee. Nicht? Der ist in seinen 40er, 50er maximal. Ralf! Da ist doch der große Bruder, oder? Na, wie hier in der Werbung, ja, Ralf, 49 ist der. Hart. Ja. Na, da hat er sein ganzes sexuelles, ne? Manche entdecken es ja spät. Noch vor sich. Ja, und es ist spannend, jetzt diese kaufenden Auto.de oder so, wo Ralf Schumacher Werbung macht, wo dann so ein Mann irgendwie im Vorgarten steht und sein Auto so hat, da kommt irgendwie Ralf, ich habe da eine Möglichkeit für dich. Und der Typ so, Ralf, das finde ich super. Den habe ich bei Grindr kennengelernt, glaube ich. Ralf! Okay. Wahnsinn! Ey, das ist wirklich, da ging ein Ruck. Ich glaube, selbst sein Bruder Michael, der kann jetzt wieder laufen durch diese, also das ist wirklich eine gute Woche gewesen. 9,5 von 10. Jetzt können wir singen, gib Gas, Ralf Schumacher. Ja. Ich hatte eben noch eine geile Überleitung, aber komm nicht so ganz drauf. Erstmal müssen wir uns ja vorstellen, ja? Ja, ach so. Sayonara, liebe Leute. Meine Überleitung war übrigens Schwulsein. Okay. Kommen wir noch zu. Hallo, liebe Leute. Wir sind Ralf und Michael. Genau. Und wir bewerten für euch die vergangene Woche, in der viel passiert ist. Man muss vielleicht dazu sagen, unsere Woche geht von Samstag bis Samstag. Ja, weil Hater schon, würden ja sagen, irgendwie Sonntag, 12 Uhr sind Dinge passiert. Ja, es war so. Also wir haben die manchen Geschehnisse, die passiert sind, nicht einfangen können letzte Woche. Und auch heute ist ein Freitag tatsächlich, ja. Weil wir noch einen Termin morgen haben und... Deswegen sind wir vielleicht nicht so mega aktuell, aber aktuell genug. Also die Ausgabe können wir immer noch aufwärmen trotzdem, ja, also wenn nicht mehr heiß ist. Wenn man einfach davon ausgeht, von Samstag bis Samstag wird die Woche bewertet. Ungefähr, ist das doch okay. Ja, ist okay. Ja, also heute passiert, die letzte Woche ist so wenig passiert, da passiert heute und morgen auch Sommerloch, nichts. Weißt du? Ja, da passiert nichts Spektakuläres. Also nicht alle haben noch abbekommen die Woche, aber so. Findest du das schade? Ich sag dazu gar nichts. Mein Anwalt hat gesagt, ich soll da die Schnauze halten. Nee, ich bin nicht bei Tenacious D, ich will da lieber nichts dazu sagen. Alter, die Themen dieser Woche, ne? Es ist wirklich der Wahnsinn. Deswegen ein saftiges Aloha von der Datenautobahn, die sowas von gebrannt hat. Ja, und alles, Alter. Man muss es alles sagen. Alles wegen Ralf, ja. Ja. Weil das war ja die letzten 2 Wochen hier Thema, ob dieses Amerika-Ding, ob das irgendwie hier zu inflationär ist oder so. Ja, ob ich da zu viel ausführlich drüber rede. Aber fast alles, was diese Woche passiert ist, hat mit Amerika zu tun, ein Großevent, was da stattgefunden hat. Ja, also heute ist quasi alles so ein bisschen mit zusammen. Heute ist ein Hörerwunsch für Robin sozusagen. So ein bisschen. Ralf Schumacher hat sich gedacht, oh, das Leben ist kurz. Ja. Mach ich mal schnell ein Coming Out. Was, wenn es mir auch passiert, ne, wenn ich auf einer Rallye bin, aber auf einer Rennfahr-Rallye und dann kommt so eine Glasscheibe angeflogen. Ist so. Vom Teleprompter. Das wurde übrigens dann doch wieder abgeändert mit dieser Glasscheibe. Kommen wir gleich dazu. Okay. Ach, gab's noch ein Thema, ja?
Das war jetzt einfach nur gesponnen. Nee. Ach so, es gab noch ein Thema. Es gab tatsächlich noch ein Thema. Also der Ralf hat sich gedacht, hey, was passiert denn da in Amerika? Ich mache Coming Out. Das sind quasi die neuen 2,50 Euro. Genau, ja. Denn so hängt auch ganz, ganz viel anderes damit zusammen. Aber Tino, was ist denn passiert? Der Tadel hat sich verabschiedet. Okay, behandeln wir erstmal noch die alten 2,50 Euro. Ja, weil das hat auf jeden Fall mit den alten 2050 Euro zu tun in Influencer-Gelds. Denn Tadel, ja, allseits bekannter und beliebter. Eigentlich tadellos bisher, seine Karriere. Tadellos, genau, sehr gut. Da haben wir direkt schon den Titel der Episode. Er war, glaube ich, ursprünglich bekannt durch so ein Faktenformat. Fangen nicht alle irgendwie so Minecraft-YouTuber vorher, die ganzen großen? Ja, die sind eigentlich alle an Gronkhs Zitze groß geworden. Aber echt, bei allen, wenn ich so YouTube-Dokus angucke von irgendwie die Geschichte von dem Rezo, von den Leuten, war ganz oft irgendwie, ja, sie begannen als Minecraft-YouTuber. Bei ganz vielen war das so. Unterirdisch. Vielleicht ist das aber der gemeinsame Nenner, der dann dafür sorgt, dass das Assis sind. Weil viele Minecraft Leute dieses 2010, 2012 YouTube, das zerfällt ja gerade nach und nach. Diese ganzen Idole fallen einfach in Ungnade. Es waren eben auch alles Teenager, ne? Ich meine, viele sind ja von 15 bis 20 irgendwie berühmt geworden, wo du ja noch nicht so ganz in allem ausgebildet und unerfahren bist. Mhm. Und ich glaube auch, das spielt so ein bisschen mit rein, dass so Leute wie Dagi, wie heißt da hier ihre Katze da, Annie. Annie the Duck, genau, und die anderen, die jetzt rauskamen, Unge und so, die ganzen selbst- und fremdgecancelten Leute, dass die halt davon beeinflusst worden sind, von dem vielen Zuspruch, den sie bekommen haben, dem vielen Geld in jungen Jahren und so. Es kann schon auch ein Einfluss sein, dass man nicht weiß, wie man sich sozial verhält. Und jetzt gab es eben immer so Stimmen von wegen, ja, jetzt wurden ganz viele gecancelt und viele haben sich dumm verhalten, aber Tadel, der bleibt stabil, Apache bleibt gleich. Und hat er aber jetzt selbst die Bremse gezogen und gesagt, ey, liebe Leute, ich lese gerade ganz oft Tadel, das ist ein Feini und dem kann das nicht passieren. Nee, auch ich bin Arschloch gewesen. Bevor es irgendwie rauskommt, habe ich eine lange Liste von Sachen, die ich auch schon gemacht habe, mit Sex mit Fans, die was nicht wirklich irgendwie cool von mir organisiert war und Das ist eine richtig gute Formulierung, Alter. Jedes Entschuldigungsvideo in Zukunft muss bitte so anfangen. Ey, Leute, ich habe da Dinge gemacht, die habe ich von mir aus nicht gut organisiert. Wie Lindemann, das war auch nicht gut organisiert. Ja. Hat ein gewisser Schütze auch Dinge nicht gut genug organisiert? Oder? Hätte man mehr üben sollen, ja. Und dann gab es, also sagen viele Stimmen, und er hat als seine Freundin irgendwie auch nicht gut behandelt, als sie schwanger war, aber hat sich von ihr emotional irgendwie distanziert und entfernt und meinte irgendwie, er will das jetzt auch irgendwie aufarbeiten und will sie jetzt auch fernhalten. Eklig. Da ist in einem Körper ein anderer Körper drin. Ein Kind vor allem. Ja, das ist ja ein bisschen pädophil, wenn du das quasi... Kinderkörper. Ich hatte übrigens eben die Idee, Teenagerliebe, ja, könnte man aus gegebenem Anlass vielleicht mal umschreiben, irgendwie Richtung, ich sexte ihr... ich träume von ihr, in meinen Träumen. Sexte ich mit ihr? Nee, naja, aber also es muss ja darauf hinauslaufen, dass die ganze Influencer-Marge, dass die da so, die Jugendlichen. Lord Abaddon und so weiter, ja. Chan und so war dieses Jahr auch, das hat ja auch, das war glaube ich noch vor den 2,50 Euro, aber das gehört zu diesem YouTube Deutschland dekonstruiert sich, was ich gerade entworfen habe. Da ist wirklich nicht mehr viel übrig. Ich warte ja noch drauf, dass endlich Fresh Talk rauskommt. Nee, passiert nicht, sag ich. Ich glaube, der ist in Ordnung. Call ich jetzt mal. So, ich callen konnte. Ich calle dagegen. Alter, das ist wie mit der Queen. Das ist inevitable. Wenn das irgendwann passieren wird, dann werde ich hier sitzen und sagen, aha. Wie als ich gecallt habe, dass Miguel Pablo nicht schwul ist. Das call ich bei Fresh Talk. Wobei ich bei dem auch dachte, er wäre schwul. Naja, aber naja. Der muss erst mal 49 werden und noch ein bisschen Formel 1 fahren, das bevor der das realisiert. Ja, und Tadel jedenfalls ist ja jetzt, hat sie selbst rausgenommen aus dem ganzen Influencer-YouTube-Game. Möchte die Figur Tadel beenden, ja? Ah, er macht jetzt großes Comeback vielleicht als Spattel oder so und nicht so was ganz Neues. Nee, er hat ja noch seinen coolen Rapper TJ Beast Boy. Ah. Und okay.
Die Frau von ihm hat dann auch noch ein Statement gesagt, dann, hey, lasst uns jetzt heilen und kommt nicht jetzt noch mit Hass und so. Ich fand bei der ganzen Sache das einzig Relevante und Witzigste, dass dieses Video einfach irgendwie 45 Minuten lang geht und er sagt, oh, ich bin so scheiße, ich bin so scheiße. Und in der letzten Minute, ja, jetzt kommt halt noch ein Merch-Drop. Man muss ja auch absichern, ne? Der Winter naht. Der Winter naht. Nee, ja. Er sagt so, ja, das ist halt schon bezahlt und da kann man nicht drauf sitzen bleiben. Sagt dann aber, ja, es ist okay, wenn ihr das alle nicht kauft, aber es muss raus. So. Also wenn es okay wäre, wenn es alle nicht kaufen, wäre es ja auch okay, das nicht rauszubringen. Aber wenn schon einer so einen Pulli kauft, hat er ja schon sich eine goldene Nase verdient. So total, ja, wie das Merch ist. Aber so wie er es quasi vorargumentiert, wäre ja so, es ist völlig verständlich und wäre eigentlich falsch, diesen Pullover zu kaufen, weil er so schlecht ist. Das sagt man eben immer dazu. Ihr müsst den nicht kaufen, es ist freiwillig. Auch Abo bei YouTube, nicht Abo. Hier Partnerschaft, wie heißt denn das? Es ist freiwillig, müssen wir nicht machen, aber ich freue mich trotzdem drauf und so. Ja, wie auch immer das heißt. Ja. Genau, und Monte ist doch auch irgendwie mit so einer ganz jungen Frau zusammen, dachte ich, die, wo es auch Gerüchte gab. Er ist mit einer 17-Jährigen zusammen, jetzt wo es 18 ist, irgendwie ist es öffentlich, so halb zumindest. Ja. Ist ein YouTuber-Ding, scheint so zu sein. Ja. Ich wollte eigentlich, warte, das ist nicht nur ein YouTuber-Ding, denn so ein CDU-Typ möchte ja irgendwie gerade ganz groß rauskommen und da wurde aber in der Vergangenheit gewühlt und der hatte einen Sexskandal mit einer 16-Jährigen, eine kleine Affäre damals, ich glaube vor 15 Jahren und jetzt ist er mit einer zusammen, die 23 ist, aber die waren wohl auch schon zusammen, als die mindestens 18 war. Habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber war so ein Ding am Rand. Ich glaube, den gab es doch schon mal, schlichtweg Liebe war das Stichwort. Mhm. Warte. Genau, YouTuber, Quatsch, CDUler unter Tränen, es war schlichtweg Liebe. Das war einer CDU Schleswig-Holstein-Mensch. Christian von Bötticher. War das der? Der hatte schon mal mit einer 16-Jährigen irgendwie eine Beziehung. Christian Bötticher, ja. Genau, der hatte. Der plant sein Comeback. Nach kam in die 16-Jährige, Comeback in die Politik. Das war 2011 war das gewesen. Das weiß ich noch, bei der Heute-Show haben sie das thematisiert. Und da haben sie sich so lustig gemacht mit Schlichtweg Liebe, die neue Telenovela und so. Und jetzt ist er auch mal zurück und doch nicht. Ja. Ja, schade. Gut, das war die Welt der Influencer. Kommen ja, wir zum Austhema. Ich hab doch einen kleinen Nekrolog. Oh, scheiße. Er wird viel nicht sagen, auch dir nicht. Du wirst sagen, wie viele in meinem Umkreis, hä, wer ist das denn? Aber für mich eine große Nummer, RPS Lanrue ist gestorben. Sag mal, hast du einen Schlaganfall? RPS Lanrue ist gestorben. Das war der Co-Songwriter von Tonsteine Scherben. Na klar. Der beste Freund von Rio Reiser, der ist verstorben. Und ich überlege noch, einen Song von ihm reinzunehmen in die Playlist nachher, mit der auch mal reinhören können. Auf jeden Fall war das eine große Nummer und er ist jetzt bei seinem besten Freund Rio, der ja auch schon vor vielen Jahren gestorben ist, vor 30 Jahren gefühlt. Nekrolog. Hatte Krebs, war jetzt auch nicht mega jung, auch noch nicht so alt und hatte Krebs, ist jetzt gestorben. Ich habe ihn noch live gesehen vor ein paar Jahren. Sehr sad. Bevor wir zum eigentlichen Thema der Woche kommen, Tino, kannst du mir das den Böhmermann-Honigstreit erklären, weil du bist da ja immer an vorderster Front, was den Kollegen angeht. Ich habe nur mitbekommen, dass er nicht recht bekommen hat im Rechtsstreit. Das kann natürlich jetzt noch in die nächsthöhere Instanz gehen, aber was ist denn da los? Ich glaube, noch höher geht es fast gar nicht mehr. Es ist so, dass Böhmermann ja mal in einem Beitrag einen Imker kritisiert hat, aufgrund seiner Geschäftstätigkeiten und so und wie er so seinen Honig bewirbt. Und dann gab es halt irgendwie auch einen Shitstorm dann gegen diesen Imker. Und als Reaktion darauf hat der Imker sozusagen einen Honig auf den Markt gebracht, wo Böhmermanns Gesicht drauf abgedruckt war. So, und ich weiß gar nicht mehr, wie der Gag war. Führende Bienenleute empfehlen oder sowas. Irgendwie so. Führender Bienenforscher. Honigforscher, keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht, finde es auch jetzt auf die Schnelle nicht. Jedenfalls hat er Böhmi geklagt dagegen, weil er sagt, mein Gesicht ist nicht für Werbung gedacht. Ich mache noch nie Werbung für irgendwas, außer einmal aus Spaß bei Sixt, als er so ein Gag gemacht hat. Aber sonst will er sein Gesicht halt nicht für irgendwelche Produkte hergeben. Für die Bienenexpert. Was? Bienen für und Bienen und Käfer-Experte empfiehlt, weil er mal einen Beitrag gemacht hat über Bienen und so und sich als Experte quasi dargestellt hat, hat der Imker da jetzt reagiert, von wegen, er weiß überhaupt nichts über Bienen und Käfer und macht halt sein Gesicht auf diesen Honig oder hat er geklagt dagegen und hat schon auch verloren in irgendwelchen Instanzen
Und jetzt ist es aber offenbar fast amtlich. Ich dachte, irgendwie noch höher geht es fast gar nicht mehr. Jetzt hat er wieder verloren aufgrund von, dass es Satire ist von dem Imker und das ist vom Satirerecht gedeckt sozusagen. Darum geht es letztendlich. Und laut Podcast, laut Fest und Flauschig, wird auch Böhmermann das Urteil akzeptieren, wenn es nicht zu seinem Gunsten ausfällt. Er hat mal gesagt, er will einfach nur prüfen lassen von Gerichten, ob er das sich erdulden lassen muss. Er glaubt nämlich nicht, er will das auch überhaupt nicht. Aber es soll mal die Gerichte entscheiden, ob das so rechtens ist. Und wenn das so ist, dann ist es halt so. Also ich habe ja gelesen, dass weder er noch irgendwie der Anwalt bei diesem Urteil anwesend Sehr waren. oft so, ja. Was, ja, also es wirkt ein bisschen wie ein sogenannter Slap-Suit. Ja, ein Strategic Lawsuit Against Public Participation, dass das so ein bisschen Leute abschrecken soll und dass man eigentlich weiß, dass man da nicht durchkommt mit. Weil für meine Verhältnisse, was du jetzt sagst, würde ich auch sagen, es ist ja Quatsch. Also der Kontext ist ja völlig klar dann demnach. Und dass das irgendwie satirisch ist, auch. Deswegen weiß ich nicht, ob das in diese Kategorie fällt. Und dagegen hat ja Böhmermann auch schon mal einen Beitrag gemacht, soweit ich weiß, gegen dieses Vorgehen, dass man quasi nur weil man halt viel Geld und dementsprechend irgendwie Macht hat, erstmal klagt, auch wenn man nicht gewinnen kann, nur um einzuschüchtern, um die Leute abzuschrecken, weil es kostet ja alles Geld. Das kann man natürlich jetzt ihm vorwerfen, ne? Aber man kann aber auch sagen, dass er einfach echt keinen Bock hatte auf sein Gesicht auf dem Honig von diesem Typ, weil er den einfach nicht leiden kann. Oder zumindest seine Geschäftssachen nicht mag. Und es muss ja nicht so ein Slap-Ding sein. Kann sein, weiß ich nicht. Ich will ihn auch nicht jetzt verteidigen, so 1000%, aber ist auch nur erstmal ein Vorwurf. Aber ja, das ist gerade passiert, ne? Also heute kam das Urteil raus. Also für Okay. euch vorgestern. Ja, also sonst ist ja die Woche nichts passiert. Also an sich habe ich ja viele Themen. Ne? Ich kann Ja. nur ganz kurz erzählen, Bushido hat sein Karriereende angekündigt. Endlich. Also juckt eigentlich keiner, Bushido ist Er ist damit weg. beendeter Junge. Genau. Dann ein großer Schlag gegen den Rechtsextremismus. Und ich erwähne nicht die AfD, sondern Moment. es geht um Kompakt. Das rechtsextreme Magazin wird schon lange beobachtet, sozusagen, ob es verboten werden soll. Ist von Jürgen Elsässer rausgebracht, der früher mal sehr links war. Jetzt ist er aber sehr rechts und antisemitisch. Und sowohl seine Wohnräume als auch halt die Redaktion wurde wohl durchsucht nach Beweismitteln. Da gab es so ein berühmtes Bild mit einem Bademantel. Wie er vor Ne? der Haustür so wie du mich gerade empfangen hast, quasi. Genau, auf jeden Fall. Ich bin echt doch völlig auf der Höhe hier. Das wurde natürlich gleich wieder verwendet. Ja, da müssen wir dabei bei den anderen hier ein Bademantel. Und das geht ja gar nicht. Und die waren halt ein sehr, Überleg dir das echt ganz kurz. Das ist für mich so absurd. Der Typ hat ja die Möglichkeit, bevor er da vor die Tür geht, einfach was anderes anzuziehen. Und jetzt wird das so gedreht, der arme Mann im Ach so. Bademantel, weißt Nee, das ist ein reicher Verleger, dem geht's gut, finanziell noch zumindest. Und Kompakt war halt ein, ja, der Arm quasi, der journalistische Arm der rechtsextremen Parteien in Deutschland, obwohl die sich selber mal als neutral und unabhängig bezeichnen, aber die haben halt ständig Werbung für rechte Parteien gemacht in Deutschland und auch für Wagenknecht und so und haben Weidel abgedruckt von wegen irgendwie die neue Kanzlerin und werden so, ja sie wohl bald das kann's. gesamte politische Spektrum abdecken dürfen. Nee, das Hallo? machen sie ja Die nicht. Leute haben doch ein Recht auf Desinformation. Natürlich, darum geht es ja auch, ne? Dass sie halt Desinformation verteilt haben und halt ganz viel antisemitischen Content und auch die demokratische Grundordnung wohl und die Menschenwürde abschaffen wollen. Und deswegen wurden die jetzt verboten. Es ist ein mutiger Schritt. Also, Die Menschenwürde abschaffen ist ein mutiger Schritt auf jeden das Fall. auch. Aber das Verbot ist halt sehr mutig, ne? Also, Ambitioniert. die aktuelle Innenministerin Faeser hat es ja mehr oder weniger zu verantworten. Und ein Magazin zu verbieten, das kam jetzt nicht zum ersten Mal vor. Es gab es auch schon vor einigen Jahren gegen so ein, ich glaube, es war radikal islamisch, so ein türkisches Blatt war auch schon verboten und so. Das ist immer ein Riesending, weil ja die Pressefreiheit ein ganz hohes Gut ist. Also muss sich auf jeden Fall Faeser viel anhören müssen und es wird noch viel diskutiert Da werden werden. einige Fässer aufgemacht, Genau, kann ich dir aber ich sagen. glaube trotzdem, dass es ein guter Schritt war und dass es auch rechtens ist. Ja, vielleicht sogar ein bisschen zu spät, ne? Also, Wer weiß. Damage is done. Aber müssen wir nicht drauf eingehen. Aber
Eigentlich nicht. Hier? Warum hast du jetzt das Hock-Tour-Girl auf einmal? Hast doch Gefallen dran gefunden. Nee, das nicht. Also ich weiß überhaupt nicht, was mit der so los ist. Also ich weiß halt nur, dass sie halt... Die macht halt nichts weiter. Die hat einmal was gesagt und jetzt steht die halt auf Konzerten auf der Bühne und macht nichts. Ja, ist halt nur eine Mini-News, ne? Jetzt um nochmal aufzulockern vor den ganz großen Themen, die wir hier auffahren. Nämlich hat sie gesagt, dass ein Produzent wohl seinen Film neu drehen wollte und sie einbauen wollte. Und sie hat mit dem gesprochen, aber hat dann gesagt, nee, hört lieber mal echte Schauspielerinnen an, ich mach sowas nicht, ich bin keine Schauspielerin. Lässt sich also nicht nur ausbeuten, Anführungsstrichen. Naja, von die der... macht das schon mit großer Leidenschaft. Na klar, aber sie macht eben nicht alles und ja, Hocktour! Wenn man bedenkt, dass das wirklich einfach nur nichts war, was sie quasi bekannt gemacht hat, das ist schon krass, dass sie da doch relativ viel von rausholen kann, sag ich mal. Ja. Naja, gut, also Tino. Wollen wir jetzt das große Thema aufmachen? Wir kommen ja nicht drumrum. Ja. Es ist etwas passiert, Leute. Ihr habt es vielleicht nicht mitbekommen. Und das hat so viel nach sich gezogen. Genderverbote. Bayerns Kultusminister Anna Stolz setzt nun sogar Paarformen Schülerinnen und Schüler auf den Index. Wie Anna heißt die Person, aber es ist ein Minister. Also das ist halt, ja. Das ist ja so ein Soft-Diss quasi. Ah, cool. Weil sie findet das ja nicht gut und dann wird das berichtet und dann heißt es Bayerns Kultusminister Anna Stolz. Auch das ist gegendert, ne? Du halt schreibst Bundeskanzlerin Merkel, auch das ist gegendert. Ja. Nicht nur immer die Mehrzahl, um die es ja oftmals geht, sondern auch Singular kann ja gegendert werden und wird ja auch gemacht. Ja, das finde ich sehr, sehr witzig. Außerdem wurde natürlich wild um sich geschossen. Diese Woche. Und zwar in Albstadt, Baden-Württemberg. Ja, alle davon gelesen. Wir haben es alle mitbekommen. Ja. Es ging ja drunter und drüber. Und zwar, der 63-jährige Familienvater hat seine 64-jährige Mutter und seinen 24 Jahre alten Sohn erschossen. Er soll auch versucht haben, seine 49 Jahre alte Frau und seine 26-jährige Tochter zu töten. Die Tochter schwebt in Lebensgefahr, die Ehefrau wurde schwer verletzt. Was lernen wir daraus? Frauen sind die Herrenrasse. Die haben überlebt in diesem Schauspiel. Vor allem Herrenrasse, ja. Herrenrasse. Ja. Ja, wie findest du das jetzt dieser schlecht? Oder müssen wir jetzt sagen, dass Leute umbringen nicht so gut ist? Dieses Attentat hat auf jeden Fall die Welt bewegt, ne, und verändert. Oh. Und es ging ein Raunen durch die ganze Welt. Ja, also Waffengewalt tritt gerade sehr häufig auf, gefühlt. Also die Medien berichten zumindest gerade sehr viel von irgendwelchen Messerangriffen und von Schusswaffengebrauch und so. Können eben auch Deutsche sein, wie wir gerade hier erfahren haben. Ne? Also es geht nicht immer nur um die bösen Ausländer, die hier um sich schießen und schneiden. Das machen auch die Deutschen. Das dürfen wir nicht vergessen. Naja, denn Waffen töten Menschen, nicht Menschen. Ja. Ja. Wollen wir jetzt hier noch gendern in Bayern oder wie ist das? Da darf man ja nicht, ne? Aber die Frage ist ja, wo ziehst du die Grenze? Wie gesagt, also oftmals redet man ja über die Mehrzahl von Leuten. Also wenn du halt irgendwie sagst, LehrerInnen, das machen wir nicht, das ist zu viel Gender-Schwafel. Aber ist denn es erlaubt, beide Formen zu nennen, Lehrerinnen und Lehrer? Nee, das ist ja gerade der Punkt, dass das auch in Bayern auf den Index kommt. Genau, oder... Siehst du auch schon die Grenze bei der Einzahl, ne? Dass du halt sagst, hier Kultusminister Anna, weiß nicht, wie die gerade heißt mit Nachnamen. Anna Stolz. Anna Stolz. Stolzmonat, ja, ich bin so stolz. Genau, das ist halt die Frage, wo die Grenze gezogen wird. Ja. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, das zu verbieten. In ihrem Schädel werden auf jeden Fall viele Grenzen gezogen, das kann ich dir sagen. Aber ich hatte gelesen, den Ansatz, ganz witzig, wenn irgendwo steht, alle Schüler... machen jetzt XY, dann machen das die Frauen einfach nicht aus Protest. Wäre witzig, ja. Ja. Ich bin ja jetzt auch nicht, wie wir wissen, der größte Verfechter oder also mir ist so, soll jeder machen, ist mir Boogie, so. Ich habe da jetzt keine große Leidenschaft für. Aber das jetzt irgendwie, das ist ja, also das, dann die ganze Zeit von Sprachpolizei zu reden, weißt du, und dann halt solche Maßnahmen, das ist einfach völlig degeneriert, Alter, völlig mental. Das ist ja der große Widerspruch, der im Raum steht, ne? Das ist der Elefant im Raum, das wissen eigentlich alle, das wissen die auch selber, dass sie die Ersten waren, die von Sprachpolizei sprachen, obwohl es sie nirgendwo sonst gibt. Klar, es gibt an Unis, gibt es irgendwie manchmal so Regelungen von wegen, dass du entweder genderst, also bei uns war es so, entweder du genderst in deiner Arbeit oder du machst vorher einen Disclaimer, dass mit der männlichen Form alle gemeint sind. Oh. Das war bei uns zumindest die Auswahlmöglichkeit. Ne? Wenn du das gar nicht machst, kannst du eine Note schlechter bekommen. Das ist schon richtig.
Aber trotzdem konntest du immer noch dich für die männliche Form, also für das generische Maskulinum entscheiden. Und jetzt gibt es halt das erste Genderverbot in Form Ja. von davon. Also, Das geht halt nicht. wenn das so ist an Unis, finde ich es auch nicht gut, dass du, also, ne, wenn du diese Maßnahme machen kannst, sagst, boah, hier, ich meine alle, Bei dann uns ist war das es zumindest fein. so, ja. Aber wenn das irgendwo ist, von wegen, du musst das so machen, finde ich es auf jeden Fall auch nicht so geil. Kommt drauf an, ne? Also es sind ja gewisse akademische Standards, die auch die Uni festlegen kann. Und wenn die Ja, halt. und das finde Und ich dann nicht geil. Gendern ist ja jetzt auch kein, also es ist jetzt auch kein Riesenaufwand. Im Gegenteil, du hast einen Vorteil als Schreiber, dass du halt mehr Buchstaben hast und kannst dann die Bachelorarbeit schön strecken, wie bei mir damals. Ja. Ich habe meine auch erst nur generisch Maskulinum geschrieben, meine, also nicht die Bachelorarbeit, aber Hausarbeiten. Danach ersetzt quasi bei Word irgendwie alles ersetzen und dann hatte ich 5 Seiten mehr oder so gefühlt. Ist doch Na super. dann, das ist auf jeden Fall der Grund pro. Ja, finde ich schon. Kann man mehr rausreizen an der Mindestbuchstabenzahl oder Wörterzahl. Na gut, Tino, bevor ich mir selbst die Kugel gebe, lass doch mal über Trump reden. Ja, das ist ein sehr heißes Eisen diese Woche. Es ist das Thema. Und es ist so ein bisschen so ein Ding von wegen, wo warst du, als Trump angeschossen worden ist? Weißt du, wie Ich saß auf diesem 9-11? Sofa und hab gezockt. Ja? Und Dann dann? hab, naja, dann war irgendwie 0:30 Uhr oder so. Bin ich aufs Klo gegangen, guck so aufs Handy. Oh, was ist denn da los? Und zu dem Zeitpunkt, es war wirklich irgendwie eine Dreiviertelstunde alt, da war auch noch nicht klar, ob der irgendwie noch lebt oder so. Weißt du, musst mal gucken. Also im Video sieht man ja schon, dass er weggedingst wurde, aber es hätte ja trotzdem sein können, dass der irgendwie eine Kugel im Körper hat und das Adrenalin pumpt und man checkt das in dem Moment nicht. Ne? Ja, Der wurde stimmt. ja auf jeden Fall erstmal ins Krankenhaus gebracht. Was ist denn passiert? Der hat eine Rallye gegeben, wie Also er das eine leidenschaftlich Rede quasi. seit zig Jahren macht, seit 8, 9 Jahren. Und ja, hat dann gesagt, hallo, ich bin's, der Trump. Und 6 Minuten in dieser Rede ging es auf einmal peng, 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 peng. Ihr habt es ja eh alle mitbekommen. Reichlich Kugeln sind geflogen. Direkt die allererste, ja, es ging ein bisschen hin und her. Es hieß, die Kugel hat ihn knapp verfehlt. Dann, ah nee, der Teleprompter wurde angeschossen, da ist Glas geflogen. Aber nein, es ist tatsächlich so, dass die allererste Kugel, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Millimeter an seinem Schädel vorbei ist und ihn am Ohr gestreift hat. Und wo ich auch am Anfang gezweifelt habe, dass das legit ist, da gibt es ein Foto, wo man die Kugel sieht. Ja, Also genau, so so sehr langgezogen, langgezogen. genau. Und ich dachte mir, also selbst wenn du die beste Kamera der Welt hast, ist es erstens natürlich super unlikely, dass du das fotografierst, diesen Moment. Und zweitens denke ich mir, ist dieses Projektil nicht zu schnell, um das, Im richtigen Moment, das was kann musst schon du sein. dafür für einen Shutter haben? Ich kenne mich da leider nicht aus mit Kameras, So eine aber ISO-Blende und ja, genau. Weißabgleich und so. Was musst du da, also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, also die Kugel hat ihn knapp verfehlt, dann sind noch ein paar weitere geflogen. Ich glaube, irgendwie 8 oder so hat der Schütze insgesamt abgegeben, über den erstmal gar nichts klar war natürlich. Trump geht in Deckung und die ganzen Secret Service-Leute schmeißen sich auf ihn, schützen ihn mit ihrem Körper. 42 Sekunden geht dieses Spektakel und dann kriegen sie die Durchsage ins Ohr, der Schütze ist tot, der Schütze ist tot. Dann stehen sie auf mit Trump in der Mitte, das traurigste Moshpit der Welt. Ja. Und Trump sagt ganz oft, I need my shoe, I need my shoe, give me my shoe. Das ist auch sehr witzig, aber wahrscheinlich halt so durchs Adrenalin, weißt du, Ja. man konzentriert sich dann da so auf vertraute Sachen und hat dann so eine Reaktion, wie eigentlich müsste ich gerade hier weg, aber gib mir erstmal meinen Schuh. Nee, und er hat ja auch noch bewusst irgendwie dann zu Leuten gesagt, warte mal ganz kurz, bevor er mich hier Genau, wegtragt. das kam danach noch. Genau. Da hat er gesagt, wait, 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 wait. Und ich weiß nicht, also was er sagt, ist Befehl, weil eigentlich dachte ich, dass der Secret Service trägt ihn dann da halt auf Händen weg und er hat da keine Handhabe, theoretisch. Aber sie haben noch kurz gezögert und er Aber konnte sie dann haben seinen gezögert, Arm genau. heben, so in so Fight, einer. fight, fight. Ich dachte am Genau. Anfang ehrlich gesagt, er sagt fuck, 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 das wäre Fuck, witziger fuck, gewesen. fuck! Es sah Treten ein auf meine bisschen so Füße! aus. Aber Ja. ja, er sagt fight, 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 hebt die Hand und das Publikum rastet aus. Bis auf so 1, 2, 3 Leute. Denn einer im Publikum ist gestorben und 2 weitere wurden schwer verletzt. Denn Sein natürlich. Familienvater hat sich wohl von einer Kugel geworfen vor seiner Familie und ist dabei gestorben.
Ja, und da habe ich auch mittlerweile verschiedenste Sachen zugehört. Das war zumindest eine Meldung, das genau. Das ist also eher, was ich wohl da vorgeworfen haben soll. Also ich will das jetzt nicht runterreden, weil das bringt niemandem was, aber es war, wenn die Faktenlage so ist, wie ich sie zuletzt gelesen habe, so, dass er halt instant erschossen wurde und auf seine Familie draufgefallen ist. Was halt sehr viel makaberer ist. Ja. Aber so ist die Geschichte natürlich viel schöner, dass er sich da auf seine Familie gestürzt hat. Also als Held gestorben quasi. Ja. Ein Feuerwehrmann war das, aber auch einer, der sehr viel Hass im Internet verbreitet hat. Mhm. Ich meine, ist jetzt nicht so gegen die Erwartung, wenn man bei so einer Trump-Rallye ist. Also es ist das eine, Trump zu wählen, aber dann zu so einer Rallye zu gehen, da musste dann auch schon Hardliner-Fan sein, glaube ich. Ja, und es gab dann sogar einen Anruf von Biden, der hat die Witwe angerufen, wollte ihr halt kondolieren kondolieren. Und aber es hat sie abgelehnt. Also sie hat dann gesagt, nee, ich möchte nicht mit ihm sprechen, weil mein Ehemann war großer Trump-Supporter und er hätte nicht gewollt, dass ich mit Biden spreche. Ja, und Trump hat aber nicht mal versucht anzurufen. Und Trump hat sich halt so gar nicht geschert drum, aber es wird dann natürlich dann akzeptiert, so wie es ist. Er ist ja viel beschäftigt, der Präsidentschaftskandidat Trump. Und so gab es dann keinen Kontakt, also kein Gespräch zwischen Biden und ihr, aber auch zwischen Trump und ihr nicht. Ja. Bisher zumindest nicht. Aber lass es uns doch wie der Rest der Welt machen und nicht über diesen bedeutungslosen Toten reden, sondern über den, der überlebt hat. Ja. Denn die Bilder, die in dem Moment entstanden sind, nicht nur dieses mit der Kugel, die an seinem Ohr vorbeifliegt, nein, dieses Faust hoch, Fight, Fight, Fight und America, fuck yeah, riesige Flagge im Hintergrund. Ich dachte halt wirklich, da ist irgendwie so eine kleine, 1 Meter große Flagge, aber es ist ja wirklich einfach so ein Teppich, der da in der Luft hängt, so ein riesen Ding, der genau über der Stage quasi war. Und die Bilder sind dann, das muss man neidlos anerkennen, die sind fucking super, ja. Ikonisch. Die werden in jedem fucking Geschichtsbuch der Welt irgendwann drin sein. Mhm. Und die Optics davon sind natürlich eindeutig. Ja, der krasse, starke, überlebende Trump. Und dann hat man im Vergleich den schläfrigen Biden, kommen wir auch noch zu, was da passiert. Mhm. Dürfen wir nicht zu nahe kommen heute, Biden. Den dürfen wir nicht zu nahe kommen. Es ist wirklich, also das kannst du dir nicht ausdenken, was hier alles passiert. Auf jeden Fall gingen die Bilder um die Welt, alle so, fuck yeah. Und er hat überlebt, ne? Vielleicht haben wir das vergessen, erstmal klar zu sagen, ne? Ja, genau. Sein Ohr hat nicht ganz so überlebt, aber Trump schon. Der Schütze wiederum hat nicht überlebt. Nee. Der war allerdings Republikaner. Also er war registrierter Voter für die irgendwie. Ja, er hatte Jahre vorher da mal $15 an so ein demokratisches Pack geschickt, aber darüber ist jetzt auch nicht so viel bekannt. Da gibt es auch ein paar, die schicken dir eine Rechnung und du bezahlst die und auf einmal hast du gespendet. So, da gibt es ein paar, die das auch nicht so ganz fein machen. Vielleicht auch so, weil eigentlich seine ganzen Klassenkameraden sagen, dass der immer schon so ein sehr erzkonservativer Typ war. Aber er hat wohl noch lange die Corona-Maske getragen, also so eine Atemschutzmaske, was ihm fast widerspricht, ne? Weil ja die Republikaner waren ja eher so Gegner von den Masken und eher Corona-leugnerisch drauf. Und widersprüchlich wird eben auch aufgefasst, dass er eben diese Spende gemacht haben soll an ein demokratisches Projekt. Aber er war trotzdem registrierter republikanischer Wähler. Und Waffennarr. Genau. Und das Geilste ist, der hatte ein T-Shirt an von so einem YouTube-Channel, der halt Waffen vorstellt. Und der YouTube-Channel war dann so reaktionsmäßig, oh Gott, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Es war ja wirklich so, ich kann mir nicht erklären, warum der Schütze ein T-Shirt von uns anhatte. Und ich habe auch einen spannenden Beitrag von irgendwem gelesen, wo es drinne stand, ein registrierter Republikaner schießt mit einer Waffe, die die Demokraten verbieten wollten, auf Republikaner, aber wer ist schuld? Die Demokraten. Mhm. So, das fand ich einen ganz bezeichnenden Spruch. Ja, und Trump hat tatsächlich nur überlebt, weil er in dem Moment, wo die Kugel abgegeben wurde, sich so leicht nach rechts dreht, also so, dass dann quasi sein Ohr treffbar ist. Vorher wäre das Ohr quasi genau 90 Grad zum Schützen gewesen, um auf eine große Statistik zu zeigen für die bösen Einwanderer. Ja. Da war wirklich so ein riesiges, ich weiß nicht, ob das ein Plakat war oder irgendwie ein Screen oder so, auf jeden Fall war da drauf so die Statistik, wie die illegale Einwanderung in Amerika irgendwie über die Jahre sich verändert hat. Und in dem Moment zeigt er da drauf und der Schuss verfehlt eben. So, er zeigt nicht drauf, er dreht sich dahin, aber
Der Punkt ist, illegale Einwanderer haben Trump das Leben gerettet. Das kann man so sagen, ne? Ja. Kann man so sagen. Und ich war ja überrascht von den vielen Schüssen, dass da, also menschlich gesehen hat er zum Glück nicht getroffen, aber ich finde es halt krass, dass er bei 8 Schüssen, die abgeschossen haben soll, dass er nicht einmal richtig trifft. Ne? Ich meine, der Trump ist jetzt auch nicht wirklich schmal. So. Ja. Und wenn er halt merkt, beim ersten Schuss, er hat das Ohr getroffen und hat sich irgendwie bewegt, danach ist er irgendwie stillgestanden, Trump, der hätte ihn locker irgendwie in, weiß nicht, einen Bauch schießen können oder so, aber hat offenbar nicht richtig also treffen wollen. Also es gab 3 Schüsse, während Trump stand, und ich glaube, die anderen wurden abgegeben, als er schon unten auf dem Boden war. Da ist es dann wahrscheinlich schwieriger, aber da können wir gleich mal grundlegend drüber reden. Ja, ist das denn gut, dass der verfehlt wurde? Weil das ist ja schon für viele eine Diskussion, und ich bin da ganz klar bei ja. Ich finde, das ist eine absolute Katastrophe, dass dieses Attentat überhaupt passiert ist. Genau, ja. Und es wäre noch viel, viel schlimmer, wenn er gestorben wäre, weil auch wenn die Leute das abstreiten, die da vor Ort sind, das ist einfach mittlerweile ein Kult. Ja. Dadurch definiert, dass keine Möglichkeit ist, Trump zu kritisieren, und dass die Leute, die Trump-Fans sind, die sagen ja selber, der kann machen, was er will, und ich wähle ihn trotzdem. Und solches indifferenziertes Denken, das ist Nährboden für den absoluten Abfuck, der passiert, wenn der stirbt und dann als Märtyrer in die Geschichte eingeht, keine Person mehr ist, sondern über sich selbst hinauswächst sozusagen, und dann dieser Mythos ist Trump, der für uns gestorben ist, und dann brennt die Luft, du. Glaubst du, es hätte so richtige Riots gegeben, wenn er gestorben wäre? Ich denke schon. Also wir können uns ja nochmal zurückerinnern, was passiert ist, als George Floyd gestorben ist. Mhm. Was da so in den Städten los war. Stimmt. Feuer und Flamme. Ja. Mhm. Die Leute waren wortwörtlich Feuer und Flamme dafür. Und ich glaube, Ähnliches wäre hier passiert vielleicht noch. Also ne, das, was am 6. Januar passiert ist, auch so ein Ding. Also ich bin davon überzeugt, natürlich kann man sagen, klar, wenn er jetzt gestorben wäre, hätte man ihn nicht ins Amt wählen können. Aber eigentlich, gewesen, ja. Man muss jetzt sagen, wir kommen gleich noch dazu, er hat ja auch dann seinen Vizepräsidenten jetzt bekannt gegeben. Es gibt ja viele Leute, und das hatten wir auch in der Vergangenheit schon mit dem Governor von Miami, der ja kurz zur Auswahl stand. Es gibt viele Leute, die ähnlich diabolisch unterwegs sind wie Trump, aber halt nicht solche Dullis, sage ich mal. Mhm. Und die sind eigentlich noch viel gefährlicher, weil die dann nicht irgendwie der Nase nachlangen, oh, ich bestelle mir jetzt McDonald's Hamburger und dann guck ich mal, schreibe ich einen Liebesbrief mit Kim Jong-un oder so, sondern die dann wirklich richtig berechnet sind. Ich glaube, sowas wäre dann nachgerutscht und wäre dann aus Protest erst recht gewählt worden, weil der wurde jetzt getötet, wir müssen jetzt für den anderen. Na, oder auch nicht, oder die Leute hätten gesagt, sie hätten halt Trump gerne gewählt, und jetzt, wo er vom Fenster irgendwie ist. Ja, aber da muss sich ja nur einer hinstellen und sagen, hier, ich bin jetzt Trump Legacy oder so. Boris Johnson oder so, hätte man nicht gemerkt optisch. Und noch ganz kurz zum Thema, ob es gut ist, ob er, dass er verfehlt worden ist. Da gab es auch unter den Prominenten auf der ganzen Welt, gab es wohl verschiedene Ansichten darüber. Um kurz in Germany zu bleiben, El Hotzo, der ist bekannt geworden über die Corona-Zeit durch Witze auf Twitter, so kurze Sprüche, die witzig sind und so. Und ist inzwischen... Das sagst du jetzt, das ist geschmacklos. Was ja, wie auch immer. Er hat ein Buch geschrieben, ist also inzwischen Autor, ist auch Comedy-Autor bei dem ZDF-Magazin Royal und so. Und der hat wohl sowas geschrieben wie, leider wurde er knapp verpasst. Und ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben. Und das wurde nicht gut aufgefasst, weil... Also, ne, das nimmt den Gag ein bisschen weg. Der Gag war nicht gut, der war kacke, aber er hat halt gesagt, also dieses typische Handschütteln-Meme, der letzte Bus, Trump, leider gerade knapp verpasst. Genau, und so. Dann immer noch als Unterschrift oder so. Es ist ein bisschen was anderes, leider knapp verpasst an sich zu sagen. Ja, das stimmt. Und ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben. Mhm. Das war so der Punkt. Und das wurde ihm halt übel genommen von vielen Seiten, sogar Elon Musk oder so. Ja, das ging bis ganz nach oben, genau. Und zwar über diese rechte Kreta, wie heißt die, Alter? Ich hab's schon wieder vergessen. Sibylle Berg oder so? Nein. Irgendwas mit S. Die ist anders. Silke Wurstgesicht. Erika Steinbach, keine Ahnung. Die hat ein englisches Video darüber gemacht, hat gesagt, wie schlimm das ist und dass der immer zu Mord aufruft und dass der Grenzen überschreitet. Das hat dann Elon gesehen, Euloin, und hat dann gesagt, das geht ja gar nicht. Und hat das dann aus dem Kontext gerissen, hat dann, der geht mir so auf den Sack, der Typ, ich sag's, wie es ist. Der hat gesagt,
dieser deutsche Typ wünscht den Tod von Trump und mir und wird dafür von den deutschen Leitmedien bezahlt oder irgendwie so, weil er ja gebührenfinanziert ist. Zum Teil. Beim RBB, weil er da irgendwie alle anderthalb Monate oder so mal eine Sendung macht, eine Stunde. Bei Radio Fritz, die heißt theoretisch cool. Und das ist ja schon wieder so übles Framing, weil er wird ja nicht dafür bezahlt, dass er privat dann einen Tweet schreibt, Alter. Ja, man kann schon so framen, von wegen, ne, das, was er macht, hat bezahlt. Ja, und aber ne, wir hatten das Vergleich mit Dieter Nuhr, der irgendwie in der Sendung, also der wird tatsächlich dafür bezahlt, so suggeriert Leute, die mit einem Messer vor die Tür gehen, sollen eingeschläfert werden. Und das ist dann okay, aber wenn er außerhalb seiner Sendezeit, also nicht jetzt privat, aber ne, so, dann was macht, ist dann klar, ist ein nicht Framing, so geil. Na klar. Ist ein bisschen was anderes, kann man vielleicht nicht eins zu eins das gleiche sehen, aber das ist irgendwie ein bisschen dumm. Ich stehe so, der Elhot so. Elon Musk soll mal sein dummes Schnäuzchen halten auf jeden Fall, Hals, Maul, weil er, also ne, ich finde das auch nicht gut, zum Tod aufrufen und sonst was. Das, ja, das ist jetzt so auch da nicht passiert, das muss man vielleicht mal sehen. Kommen wir ja gleich noch zu einer anderen Band, die das ähnlich gehandhabt hat, aber dieses dumme Verhalten von wegen, ich bin Free Speech Absolutist, das ist wirklich die größte Scheiße, die da je gesagt hat. Alle haben Recht auf meine Meinung. Ja, genau. Und das ein ähnlich oder noch größeren Backlash gab es für Tenacious D. Das ist eine Hardrock, ja, Fast-Metal-Band aus den USA. Teenagers D ist das, was Chan und so. Genau, Teenager mit Doppel-D. Aber hier geht's um... Ich dachte eher an den Dick von Chan, das ist Teenagers, egal. Okay, ist auch gut. Jedenfalls ist die Band von Kyle Gass und Jack Black, den wir alle aus School of Rock kennen unter anderem. Und die waren auf Tour und Kyle Gass hatte Geburtstag und da durfte er sich was wünschen. Hat dann so einen Spruch gebracht, von wegen, das nächste Mal sollte halt Trump nicht verfehlt werden. Und das fanden eigentlich viele witzig auf der Bühne. Auch Jack Black hat irgendwie hat geschmunzelt, sein Lachen so ein bisschen verborgen. War alles gut. Aber dann gab es halt einen riesigen Backlash und er wurde dafür kritisiert, dass er halt sich sowas wünscht. Und später hat sich quasi Jack Black davon distanziert und sagte irgendwie, es ist eine Hate Speech und dahinter stehe ich nicht. Und wir sagen jetzt alle Konzerte ab von Tenacious D und auch die zukünftigen Projekte werden abgesagt. Und auch Kyle Gass hat sich entschuldigt für seinen Hass, dass er eigentlich dahinter steht und dass er den Witz halt bereut. Und das finde ich schade, weil ich finde, das ist von der Kunstfreiheit gedeckt. Ich glaube, so ein Gag kann man... Ja, da hättest du mir mal schön eine Oase beistehen können, weil da war ich ein bisschen mit meiner Meinung auf weiter Flur alleine. Tut mir leid. Ich habe nämlich gesagt, dass das eine absolute Überreaktion ist, aber ich wollte mich gar nicht an diesem speziellen... Ich hol's jetzt mal live nach, warte. Nee, ach, musst du jetzt nicht. Das ist da viel Text wahrscheinlich. Nee, ich mach jetzt einfach hier, pass auf. Ah, nee, jetzt bist du ja nicht die Gruppe, sorry. Also alles, da oben, ja, vielleicht musst du das mal Gruppen wieder rot machen, man erkennt es nicht mehr so gut. Ja, ist echt so. Hallo liebe Leute, hier ist Tino vom Brennpunkt und ich will ganz kurz anmerken, dass der Gag von Kyle Gass von Tenacious D ja gegen Trump absolut gerechtfertigt ist. Es ist von der Kunstfreiheit gedeckt, Witze sind voll in Ordnung und damit Robert nicht alleine ist, damit ihr wisst, dass Witze okay sind auf die Richtung. Dankeschön, weitermachen. Ja, ich will es gar nicht so ausführlich machen. Und ich wollte das, was ich da aussagen wollte, auch gar nicht so sehr an diesem einen Beispiel festmachen. Mir ging es eher darum, dass ich das überliegende Problem sehe, dass die rechte Seite immer fest zu sich steht und sagt, Cancel Culture, scheiße, scheiße. Wenn irgendjemand aus den eigenen Reihen Scheiße baut, da heißt es dann, ihr wollt canceln. Und wenn halt auf der eher politisch linken Seite, und ich verstehe, dass das komplex ist, weil Joe Biden wird sehr unterstützt von Jack Black, ne, der hängt da ein bisschen drin. Aber er war nicht der, der es gesagt hat, sondern sein Homie. So. Und ich finde einfach, es ist ein bisschen eine Überreaktion, dann irgendwie direkt das alles abzusagen, die Konzerte, auch, ja, und dann in den Raum zu stellen, dass sich die Band auflöst und so. Zu sagen, ey, das war scheiße und ich entschuldige mich auch für mein Bandmitglied, das ist ja völlig fein. Aber dann ist das Thema, finde ich, auch gegessen. Und wenn man, das ist halt ein grundlegendes Problem, was ich eigentlich ja gut finde, dass man aus Anstand natürlich die falschen Sachen herauskristallisiert. Wenn quasi auf der politisch eher linken Seite jemand Scheiße baut, sagen auch die politisch Linken, hey, das war nicht in Ordnung. Also sagen alle, es war nicht in Ordnung. Das verschiebt aber die Gesamtsituation halt immer weiter
nach da, ja, und weg von den Rechten, weil die halt alles immer in Ordnung finden, wenn jemand Scheiße baut. Und dieses Problem finde ich halt nicht so geil. Und das habe ich jetzt daran festgemacht, einfach nur, weil ich finde, das ist eine krasse Überreaktion, weil der Kontext halt auch wichtig ist. Das ist nicht irgendwie ein Journalist gewesen oder ein Politiker, der sich auf eine Bühne stellt und eine Rede hält und dann sagt, schade, dass Trump verfehlt wurde, ja, sondern ein Comedian, der zu seinem Geburtstag einen absurden Wunsch, und dann muss man auch noch dazu sagen, in Sydney, ja, ich weiß, Kameras laufen, man kann das überall sehen, aber ich glaube nicht, dass er diesen Spruch vor einem amerikanischen Publikum gemacht hätte, mhm, in Sydney, die irgendwie 12.000 Kilometer entfernt sind, dazu sagen, ja, der wurde verfehlt, da kann man nicht davon ausgehen, dass irgendjemand sich jetzt denkt, ich fliege jetzt mal von Sydney nach Amerika, um irgendwie Trump zu suchen. Mhm. Das sind alles so kleine Graustufen, die ich relevant finde. Das ist, was ich schon seit Jahren sage. Ich finde halt, dass mit zweierlei Maß gemessen wird und dass eigentlich die Rechten die großen Canceler sind. Ne? Na, das sowieso. Und die größten Snowflakes, Alter. Es heult keiner so viel rum wie da. Also es braucht nur einen Regenbogenaufkleber bei Rewe, weißt du? Ja. Die gehen ja nicht meinen kaufen. Ja. Furchtbar. Aber was ich auch noch sagen wollte, ist, ich fand es mit Jack Black sehr verdächtig irgendwie. Ich fand es irgendwie komisch, dass er, der ja auch relativ kontrovers sein kann, ne, dass er halt sich da so krass distanziert. Ja, in den letzten Jahren weniger. Ja, er ist schon sehr sanft geworden, das stimmt. Aber und wie gesagt, er hat halt diese Verbindung zum Joe Biden-Supporter. Naja, weil ich habe auch so Nachrichten gelesen, von wegen, ist er jetzt so, weil er seine Disney-Filme macht und zu kinderfreundlich sein will, ist er da jetzt irgendwie so vorsichtig. Aber seine Band heißt Tenacious D, Alter. Da geht's um Dicks, da geht's um Rock'n'Roll und so. Und es ist auch nicht kinderfreundlich. Also ich weiß nicht, warum er da so hart durchzieht. Und er kann auch nicht Tenacious D deswegen aufs Spiel setzen. Also das finde ich ja lächerlich. Ich habe ihn noch nicht live gesehen. Das können die noch nicht machen. Okay. Da bin ich persönlich involviert. Ich bin halt auch überhaupt da nicht investiert. Ich bin jetzt nicht irgendwie Fan von denen oder so. Es geht mir schon ums Prinzip. Und wie gesagt, eher das, was drüber... Ich habe es jetzt genug erklärt. Ich würde es, wie gesagt, nicht zu lang machen. Und noch ein ganz wichtiges Ding in der ganzen Thematik um das Attentat ist. Ja. Weißt du, wer eigentlich schuld ist? Das ist eine Personengruppe, die sich da schön wegduckt, im wahrsten Sinne des Wortes, die nicht in den Mainstream-Medien stattfindet. Mhm. Frauen. Ja, das stimmt. Ich habe ganz oft gelesen von Leuten, die haben so Bilder gepostet von irgendwelchen Secret... Ich war überrascht. Das haben wir ja noch gar nicht gesagt. Dass der Secret Service so hart verkackt hat, wird ja auch hart kritisiert. Genau, weil ja die Person, die geschossen hat, wurde ja schon irgendwie... Minuten, also 20 Minuten vorher schon gesichtet und wurde auch von Augenzeugen gesagt, die haben ihn da oben schon gesehen, haben die Polizisten darauf aufmerksam gemacht, dass er ein Mann ist oder eine Person ist mit einer Waffe, macht er mal was dagegen. Aber irgendwie gab es Kommunikationsschwierigkeiten, es wurde nicht ernst genug genommen und so konnte dieser Typ in Ruhe mit seiner Sniper da hochgehen und sich hinlegen und auf seinen Auftritt warten. Jedenfalls habe ich dann das Video gesehen vom Anschlag auch, vom Attentat und war überrascht von den vielen Frauen auf dem Secret Service, dachte krass, ich wusste nicht, dass die so divers sind, zumindest geschlechtlich. Und das wird jetzt auch zu Verhängnis in der Öffentlichkeit. Denn viele, viele schieben jetzt die Schuld auf die Frauen, dass sie ja im Secret Service nichts zu suchen hätten im Sicherheitsbereich und posten so framende Bilder, wie sich halt weibliche Personen irgendwie halt wegducken, während der Schuss passiert oder so, weil das eine normale Reaktion ist. Und es gibt auch genug Bilder und Aufnahmen, wie halt Frauen sich auch trotzdem irgendwie an Trump werfen und ihn absichern, ne? Ja, aber Frauen sind halt so zierlich, die haben weniger Masse, um ihn zu verdecken. Die nicht, die jetzt da zu sehen sind, die sind auch relativ kräftig gebaut. Also das ist wieder völliger... Ja, das ist natürlich Geschwalle, aber trotzdem ist der Secret Service zu Recht in der Kritik. Weil nicht wegen der Frauen halt, ne? Das verstehe ich halt nicht. Es gab jetzt eine Aussage, ich weiß nicht, wer das war, irgendeine erhöhte Position, keine Ahnung, er hat gesagt, auf diesem Dach, wo der Schütze war, war keiner von uns, weil das angeschrägt ist, because it's sloped. Na, ja. Können wir ja ausrutschen. Und, ja, also das Dach ist halt nicht so schräg, wie man das sich jetzt vorstellt, irgendwie ein deutsches Spitzdach, sondern halt einfach, keine Ahnung, 5 Grad oder sowas. Mhm. Das ist ganz, ganz komisch. Ich glaube... Da ist viel schief gelaufen und das größte Problem ist wahrscheinlich, dass da so verschiedene Ränge, verschiedene Parteien, also weißt du, die lokale Polizei, Secret Service, FBI, dass die vielleicht untereinander nicht so kommunizieren, sondern ihr eigenes Ding machen. Ich glaube, das wird das Hauptproblem gewesen sein. Aber das wird sich mit der Zeit noch zeigen. Es könnte ja eigentlich nicht sein, dass halt selbst Normalos, die da einfach nur zu Gast waren, dass sie halt diesen Typen sehen und es komisch finden. Eine halbe Stunde fast vor dem Anschlag und nichts passiert in der Zeit, ja, ne? Deswegen der war auch 20 Jahre erst alt, haben wir noch nicht gesagt. Recht jung, genau. Sieht aus wie der typische Nerd oder halt auch Social Outcast, was er halt war. Und
Der dürfte noch nicht mal Alkohol kaufen, aber der hatte eine Waffe dabei. Ja. Cool, oder? Und eine Waffe, die Demokraten verbieten wollen, was auch noch recht spannend ist. Genau, und es gab aufgrund dieser ganzen Verzögerung im Beseitigen, Neutralisieren des Attentäters auch Stimmen, die sagen, dass es ja auch alles gestaged sein könnte. Entweder aus der Sicht von Trump hat es geplant, und aber der war so unerfahrener Schütze, der kann nicht irgendwie planen, dass er ihn verfehlt. Das glaube ich nicht. Aber dass halt vom Secret Service Menschen das ihn gesehen haben, die Attentäter, dachten, okay, wir tun mal so, als würden wir ihn nicht sehen und hoffen, dass was passiert. Das war statt irgendwie auch im Raum. Es gab einen Polizist, der vorher auf das Dach hochgeklettert ist. Dann hat der Schütze auf den gezielt und ist der Polizist wieder runtergeklettert. Echt? Ja. Ach. Es ist wirklich, das ist... Ich hab dich nicht gesehen. Wenn da jemand sagt, da ist einer mit einem Gewehr auf dem Dach, da gehst du doch als Polizist irgendwie schon mit gezogener Waffe so die Leiter hoch oder was weiß ich. Selbst wenn du zwei Hände brauchst, um hochzuklettern. Ich weiß es nicht, ob die eine Leiter hatten gerade, aber keine Ahnung, ey. Das kann doch nicht sein. Der guckt ja nicht zu dir wahrscheinlich. Also gut, vielleicht bist du auf der falschen Seite hochgeklettert. Aber so wie ich mir das vorstelle, wenn der so liegt, dass der Trump sieht mit seinem Visier, dann müsste der theoretisch mit dem Rücken zu dir sein, wenn du auch das Dach hochkletterst. Ja. Und dann müsstest du eigentlich einen zeitlichen Vorteil haben, zuerst die Waffe auf den zu richten. Ja. Also ganz absurd. Und auch spannend habe ich noch gelesen, dass in Pennsylvania, wo das ja stattgefunden hat, ist es wohl auch einfach legal, so eine Waffe offen bei sich zu tragen. Deswegen war ja auch jetzt nicht so krass auffällig wahrscheinlich, dort immer kurz nichts machen, genau. Aber wenn er halt auf so einem Dach drauf liegt, nur auf einen Ex-Präsidenten zielt, würde ich schon sagen, es geht darüber hinaus, eine Waffe offen tragen zu dürfen. Ja, definitiv. Ja, und das Ganze ging dann natürlich noch weiter. Trump ging ins Hospital und ließ sich verarzten und wurde dann einmal kurz gesehen, wie er ein Flugzeug verlässt. Da hatte er, soweit ich weiß, nichts am Ohr. Dann aber ist direkt zwei Tage später das RNC gewesen, das Republican National Committee. Der Parteitag quasi. Hat sich gefunden. Und da sollte er sprechen und das wollte er sich nicht nehmen lassen. Und da hatte er dann plötzlich so eine riesen Binde, also so ein Magic-Karten-großes, weißes Pflaster ums Ohr. Auch ein toller Maßstab. Ja. Und ganz viele Leute haben ihm das nachgemacht. Das ist also die schlechteste Hakenkreuzbinde, die ich je gesehen habe. Solidarität mit Trump, wir kleben uns jetzt auch so scheiße ans Ohr. Ja, ne, wer Maske trägt, ne, ist ein Schaf, ja. Ne? Und hier ist so ein Ohrschutztrage, wo du den gar nicht brauchst. Er kommt rein wie so ein Wrestler. Das hast du das vielleicht auch gesehen, so mit fetter Mugge und so. Und dann ist da so ein 80-jähriger Musiker, der irgendwie stundenlang erzählt, und hier kommt er, ja, und jetzt kommt er wirklich. Held. Und ja. Das ist der krasse, und jetzt kommt er aber wirklich auf die Bühne, jetzt gebt doch nochmal Applaus. Ganz unangenehm, finde ich. Da kam Trump, wie ich finde, habe ich dir auch geschrieben, er kam leicht verändert irgendwie auf die Bühne und wirkte total, also emotional, irgendwie auch dankbar. Na, weiß ich nicht. Also das... Also er wirkt so, finde also ich. Auf mich wirkt er so. Da bin ich Prinziphäter genug, um zu sagen, dass ich ihm diese Emotionen gar nicht so zugestehe. Also für mich wirkt es eher so, dass er in dem Moment realisiert hat, oder wahrscheinlich halt die ganze Zeit, wie knapp er wirklich dem Tod entkommen ist und dass es wirklich serious business hier ist. Und weniger dieses, oh, die lieben mich, oh, das ist so ein rührender Moment. Ja. Das sehe ich eher weniger, muss ich sagen. Nee, also wie gesagt, ich bin ja auch irgendwie, ich finde es auch seltsam, dass er jetzt so einen Umschwung macht, aber ich habe dieses Video angesehen von ihm, als er da reinläuft und dachte, der hat sich verändert. Und er ist ja auch ein großes Kind. Der hat halt in den letzten Jahren halt nicht gecheckt, was er für ein Arsch ist, wie er sich rassistisch äußert und menschenfeindlich. Und jetzt, wo er halt irgendwie, ich habe eine Karikatur irgendwie gesehen, wie Trump so einen Bumerang auf dem Hass steht, wirft, der zurückkommt und sein Ohr quasi abschneidet. Ja. Und ich glaube, er rafft so langsam, dass er ja auch verantwortlich ist für viel Spaltung, vielleicht, ne? Ja. Also wenn man ihm das zutrauen möchte. Aber er kommt dann auf diesen Parteitag und hat Tränen in den Augen, hat einfach einen Gesichtsausdruck wie noch nie, sieht halt dankbar und irgendwie auch stolz aus, so auf diesen Zuspruch, den er bekommt. Und hat dieses Ding am Ohr, wo auch manche gesagt haben, es braucht er eigentlich gar nicht mehr, aber es ist offenbar einfach ein Symbol und ein Zeichen von, ich habe es überlebt, vergesst es ja nicht. Was gelaufen ist. Ja, lächerlich groß, Alter. Lächerlich groß. Und ich habe mir auch die Rede heute mal so angeguckt, so stellenweise habe ich so ein Transkript gelesen, was er gesagt haben soll. Die war erstens mal mega lang,
Und es gab auch ein Framing von irgendwelchen Reportern, die dann gesagt haben, es war irgendwie einschläfernd lang, die Rede. Das will ich nicht bewerten, ich habe den nicht gehört, nur halt gelesen zum Teil. Und wo er auf einmal als vereinender Präsident da stand, ins B, und sagt, er möchte, die Zeit der Hexenjagd ist vorbei, die Zeit der Spaltung des Hasses ist vorbei, ich will ein Präsident sein für alle Hautfarben, für alle Religionen will ich da sein. Und der Hass muss aufhören, wir müssen wieder vereint sein. Und das fand ich halt richtig krass. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, sowas auch offen zu sagen. Der Rest macht das eher nicht so vom Schützenfest. Und Schützenfest. Auch sein bei diesem Event ernannter Vizepräsident J.D. Vance macht das auch eher nicht. Der hat früher mal so ein Buch geschrieben, Hillbilly irgendwas. Der kommt halt aus so Verhältnissen, aber ist mittlerweile so ein ganz finsterer Geselle. Da gibt es auch noch den Herrn Peter Thiel und da habe ich jetzt oft gelesen, dass die irgendwie zusammenhängen, bin ich jetzt nicht so drin. Natürlich muss man gucken, was sind Fakten, was nicht. Peter Thiel ist offen homosexuell und da hieß es so, ja, der hat von Peter Thiel die Hand im Arsch, metaphorisch und wortwörtlich. Und weiß ich jetzt nicht, aber der Typ an sich ist auf jeden Fall, das meinte ich vorhin mit, der ist so ein Trump, der... Weißt du, der nicht so ein Dulli ist, sondern so ein richtig berechnender Assi. Der berechnet nämlich auch hier in diesem Fall, das ist mein politischer Vorteil, wenn ich jetzt hier Vize werde, obwohl er vor vielen Jahren Trump tatsächlich mit Hitler vergleicht. Sehr hart sogar, genau, kritisiert, ja. Jetzt auf einmal hat er das alles vergessen. Deswegen finde ich das strategisch irgendwie echt Quatsch, den zu nehmen, weil das... Also wenn die Demokraten jetzt endlich mal anfangen, ordentlichen Wahlkampf zu machen und nicht nur dieses Rumgedördel, die müssten nur Clips machen, wo seine Worte gegen Trump drin sind. Zack, bester Wahlkampf so. Es gibt doch auch so diese psychologische Strategie, dass du deine Feinde ganz nah an dir an dich ziehen sollst. Und wenn du quasi jemanden nimmst, der dich eigentlich kritisiert, und aber bittest ihm um einen Gefallen oder sogar als Vize ihm den Posten anzubieten, dass er dann auf deine Seite wechselt. Ja, aber das doch nur aus Machtkämpfen. Also bei Wurscht, aber der hat einen Feind weniger. Der ist halt jetzt auch ein Typ, der dann nicht wie Mike Pence sagen würde, nee, ich mach das nicht, der macht alles. Weil Mike Pence hat ja damals gesagt, am 6. Januar, das jetzt nicht irgendwie hier abzusegnen, das mache ich nicht, das geht mir zu weit. Ich möchte die Demokratie ehren. Das ist das Einzige, was Mike Pence gegen Trump gemacht hat und dafür sollte er dann gehängt werden. Und das wird noch spannend, aber noch spannender, bevor wir eigentlich schon langsam über die Zeit werden. Biden war ja in der Zeit auch gut beschäftigt. Zum einen mit seinem Gehirn auseinanderbasteln, zum anderen mit plötzlich Covid bekommen. Der hat Corona jetzt, genau. Da sind auch neben dem Trump-Attentat Verschwörungstheorien auch hier welche, weil einen Tag vorher sagt er nur eine Medical Condition könnte mich dazu bringen, meine Kampagne zu überdenken. Jetzt kriegt er auf einmal Covid. Die ganze große Demokratenriege von Nancy Pelosi, die wir hatten, die übrigens, deren Mann wurde ja auch vor einem Jahr attackiert mit einem Hammer, wo Trump dann sich auch drüber lustig gemacht hat. Das war auch ein wichtiger Punkt. Ne? Oh, der Arme, wir müssen jetzt mal Einigung machen. Das war auch noch ein Punkt, es gab dann auch so Vergleiche von Reaktionen. Als jetzt Trump angeschossen worden ist, haben ja schon viele auch ihr Bestürzen mitgeteilt, auch Gegner von ihm. Ja. Aber als demokratische Kräfte oder Feinde von Trump irgendwie Attentat erlitten hatten, haben sich die Republikaner und inklusive Trump hart drüber lustig gemacht und haben dann Witze drüber gemacht. Das ist auch ein Unterschied, ne? Ja. Also Nancy Pelosi, Schumer und Schiff, die sind so die drei wichtigsten Figuren. Die sagen mittlerweile alle, dass Biden zurücktreten soll, weil er einfach leider zu alt und zu, ich will gar nicht zu alt sagen, sondern zu gebrechlich. Man soll es ja nicht aufs Alter schieben, sondern auf die Gebrechlichkeit. Ja doch. Weil ja. Es gibt ja auch Leute wie Dick van Dijk, der irgendwie auf die 100 zugeht und noch Stepptanz macht, so. Auch meine Schwiegeroma ist 80 und die ist super fit. Also die könnte Trump und Biden um Längen schlagen als Kandidatin für die US-Wahl. Und ein Obama ist zumindest schweigend und das sagt auch schon viel. Der wird dann auch langsam das Writing on the Wall sehen und das heißt, zum Zeitpunkt dieses Podcast, wenn der veröffentlicht ist, könnte es sein, dass dass Biden bereits sagt, yo, ich mach's nicht mehr. Ich dachte, Obama hat noch irgendwie nach dem Duell sich geäußert, von wegen, ja, vielleicht ist Biden nicht der Jüngste, aber er spricht die Wahrheit aus. Ja, aber das ist ja schon wieder alt. Das ist ja schon wieder über eine Woche her. In der Zwischenzeit es shiftet sich. Zwischenzeit hat ja auch wieder
Biden Zelensky irgendwie als Putin vorgestellt und so, ne? Ja. Es wird immer schlimmer. Es ist einfach so. Und so eine Corona-Infektion ist für einen 80-jährigen Mann wie ihn auch nicht jetzt das Einfachste. Also ich glaube auch, dass das jetzt so ein bisschen der Sargnagel war, ne? Also jetzt wissen auch die Demokraten, dass Trump eigentlich schon fast gewonnen hat, ne? Ja. Mit seinem überlebten Anschlag. Jetzt noch mit einem schwächelten Biden antreten, das wird nichts, Leute. Die Karten sind schlecht gemischt. Auch wenn er eigentlich noch relativ im Verhältnis zu den anderen, die zur Wahl stehen würden, noch relativ gut dasteht. Zum Beispiel Kamala Harris hat auch nur 1% unter ihm oder so. Aber man muss ja bedenken, dass das jetzt die Situation ist. Wenn jetzt die irgendwie plötzlich antritt, hat er die Möglichkeit, sich aufzubauen, sich zu profilieren, Wahlkampf zu machen. Das ist ja alles noch nicht passiert. Ja. Wenn das passiert, kann sich ja noch einiges ändern an den Prozenten. Was auf jeden Fall sehr bemerkenswert ist und wider aller Erwartungen, die ersten Polls, die jetzt gemacht wurden, haben Trump nicht irgendwie einen krassen Boost gegeben nach diesem Attentat, sondern eher wurde der Abstand zu Biden wieder ein bisschen verkleinert. Spannend. Weil die Lager sind scheinbar so fest. Ja? Und dann gibt es ja das große Lager der Undecided Voter, die halt noch nicht sich entschieden haben, die dann quasi am Tag der Wahl das spontan machen, mehr oder weniger. Die zu gewinnen ist eigentlich immer so das Wichtigste. Und bei denen kann ich mir nur vorstellen, wenn die jetzt gerade undecided sind, dann muss das daran liegen, dass die Pest und Cholera sehen. Und wenn du denen jetzt einen jungen, dynamischen Kandidaten dahin stellst, dann kann das ja eigentlich nur gut sein für die Undecided Voter. Ja. Von daher habe ich da schon Hoffnung. Hoffnung ist eh was Schönes. Wir schauen mal, Kamala Harris ist die naheliegendste, weil die haben ja sehr viel Geld gesammelt. Das ist ja in Amerika so. Da werden dann schön Spenden gesammelt, damit du für den Wahlkampf Kohle hast. Und das ist auf den Namen Biden-Harris. Wenn die jetzt jemand anderen reinholen würden, dürfte er dieses Geld nicht verwenden. Ah, ja. So, und deswegen ist am naheliegendsten, dass sie quasi ins Rennen geschickt wird. Oder sie bleibt Vize. Und dann wird es halt schwierig, weil ich glaube, diese Gretchen Whitmer, die wäre halt schon cool, um die schwierigen Staaten zu bekommen. Es geht ja im Grunde um 7 Swing States. Aber 2 Frauen auf dem Präsidentschaftsticket. Tino, ja. Da muss ich jetzt mal sagen, das sehe ich nicht. Das ist strukturell das problematisch. Ich glaube, dass die USA nicht bereit dafür sind. Ja. Also es ist schade, dass es so ist, aber so ist es einfach leider. Ja. Gavin Newsom geht dann allerdings auch eher nicht, weil die beide dann aus Kalifornien kommen würden. Das ist rechtlich schwierig, aber auch so, weil die ganzen Rustbelt-Leute, die hassen ja Kalifornien alle. Echt? Und wenn dann zwei... Müssen die aus verschiedenen States sein? Die müssen offiziell aus verschiedenen States sein, sonst ist es schwierig, aber da wurde auch schon mal getrickst. Ich glaube, bei wem waren das? Ich glaube, bei Bush oder so, egal, da hat einer seine Zweitadresse als Heimatadresse angegeben und dann ging es plötzlich auch. Ich glaube, das wäre jetzt nicht das Größte, aber Gavin Newsom ist zwar in Kalifornien übelst beliebt, aber der ist so ein bisschen dieser typische schmierige Politiker. Deswegen gibt es noch Kelly und so, aber ist egal, das geht wieder zu sehr ins Detail, wir werden sehen. Ich bin gespannt, ob das hier hochgeladen wird und das nicht mehr aktuell ist. Ich würde mich freuen, weil... Auch wenn danach noch verloren wird, ich bin ja echt invested in dieses fucking Game of Thrones, was da gerade passiert. Ja. Und das musst du dir mal überlegen, Alter, Attentat auf Trump, plötzlich kriegt Biden Covid, ja, wo wir alle gedacht haben, hey, das gibt's noch. Ja, das gibt's. Also ich kenne Menschen persönlich, die jetzt gerade noch Covid haben. Ja, ich weiß schon, aber es ist halt eigentlich, ne, es ist jetzt leider normal geworden. Mhm. Und dann, dass das aber gerade so passiert... Leute sagen natürlich, das ist kein Covid, das ist jetzt nur ein... Die einen sagen, da gibt das nur an, um keine Interviews geben zu müssen, um zu zeigen, wie degeneriert er mittlerweile ist. Mhm. Und die anderen sagen, das ist nur vorgetäuscht, damit er jetzt einen Vorwand hat, auszusteigen. Mir ist es scheißegal, wenn er am Ende aussteigt, sind die Karten neu gemischt und die Chancen sind wieder da. Anyways. Wir sind durch zeitlich, ne? Wir sind sowas von durch. Ich bin durch. Ich möchte es auch hier nicht zu ausführlich machen. Aber es ist wirklich... Ach so, Hulk Hogan, Wrestling-Comedian. Wollte ich auch sagen. Hulk Hogan. Der hat sich endlich geoutet, aber als noch großes Arschloch, als er eh schon war. Er ist nämlich großer Trump-Supporter, will jetzt endlich seinen Mund aufmachen. Ja, der hat das nicht einfach nur gesagt, der hat sein T-Shirt zerrissen und darunter hat er ein Trump-Shirt angehabt. Ja. Und die geilste Statistik, um auf einem Fun-Fact hier zu enden, leider kein Mord und Totschlag, aber während quasi diese Convention war, ich habe vorhin Committee statt Convention gesagt, egal, während diese Convention war,
also das war in Milwaukee. Und Grindr, was du, glaube ich, heute schon erwähnt hast, oder Grindr, ja. Grindr hat eine Statistik veröffentlicht, wie währenddessen ganz hart die Benutzung der Plattform nach oben ging. Aha. So. Aber die Republikaner sind ja alle gegen Homosexualität. Wie geht das denn? Das ist ja komisch. Das ist sehr seltsam. Mhm. Und ist wohl öfter so, wenn irgendwo auch so Priester-Conventions tagen, dass das dann auch passiert. Ja. Sehr interessant. Das ist Zufall, glaube ich, einfach. Ich denke auch. Aber ein witziger Zufall. Na gut. Du machst hier gerade irgendwas? Ich suche gerade einen Song von Tonsteine Scherben, den RPS Laurent Rue geschrieben hat, weil die haben ja immer viele AutorInnen gehabt, ne, in der Band, und ich kann nicht immer so genau sagen, welche er jetzt geschrieben hat. Hast du denn schon einen Song für die Playlist? Alle. Ich habe so viele Songs für die Playlist, das glaubst du nicht, da platzt ja die Hose. Also die Frage für mich ist, ob das verfügbar ist. Ja, ich gucke. Wir haben hier All I Want Is You. All I Want von Barry irgendwas, ja. Barry Lewis Pulitzer. Das ist aus dem Soundtrack von Juno, den ich mal wieder ausgegraben habe. Hm. Sehr geiler Soundtrack. Auch Kimia Dawson hat viele Songs da drauf. Juno, da geht's um so eine. Ja, das ist eigentlich die Story von diesem CDU-Politiker. Geht's um so eine, ich glaube, 14-Jährige, die irgendwie schwanger wird. Hm. Na, leider ist ja der Freund ähnlich alt und nicht irgendwie 50, aber ansonsten kommt das ganz gut hin, und das ist einfach so ein gute Laune-Song, den könnt ihr euch mal anhören, weil diese Woche, die hat so viele gute Laune-Events mit sich gebracht. Ja, wir haben schon die 9,5 in den Raum geworfen, und ich würde die hier nochmal zementieren wollen. Ja, ich denke auch. Das ist doch keine 10, wenn er getroffen worden wäre. Das wäre auf jeden Fall eine 10. Ja. Ich weiß, wir haben hier schon mal gesagt, 10 ist nur Dritter Weltkrieg, aber sind wir mal ehrlich, der US-Präsident, der irgendwie erschossen wird, das musst du dir vorstellen, das wurde ja live übertragen. Hm. Und du kannst da nicht verhindern, also manche Sender machen das, dass sie so einen Notfallknopf haben, hm, mit Delay, aber irgendwo wird diese Footage auftauchen, hm, dass einfach sein fucking Gehirn explodiert live, ja, Alter, das wäre so insane gewesen. Sehr krass gewesen, ist zum Glück nicht passiert, ne? Und ich tue jetzt von Tonsteine Scherben durch die Wüste in die Playlist. Den hat unter anderem RPS Laurent Rue geschrieben, der gestorben ist. Trotzdem zu früh, und toller Künstler, toller Songwriter. Tonsteine Scherben hat meine Jugend sehr geprägt. Tolle, eine der ersten politischen Punk, oder nicht Punk, aber Rockbands, die es so gab. Sehr links. Rio Reiser hat da seine Karriere gestartet. Also Barry Lewis, Polizar, All I Want Is You und durch die Wüste von Tonsteine Scherben. Der Zum Glück gab es diese Woche kein Tonsteine sterben. Tonsteine, ja. Tonschweine sterben. Tonschweine sterben, ja, doch. Kein Schweine sterben diese Woche. Ist nicht passiert, ne. Ja, man muss sagen, das Attentat von Trump wurde beschattet von Ralf Schumachers Coming Out, aber trotzdem ist viel passiert. Das Coming Out von Trump als Überlebender. Genau. Nee, wir sind ja nicht Tenacious D, Robin. Wir verurteilen das alles ganz schlimm. Und wir hoffen, dass jetzt in der... Also ich verurteile das... Also ich sehe das aus einer rein pragmatischen Sicht, dass es nicht so gut wäre, wenn der gestorben wäre. Wer weiß. Kann man so und so sehen. Wir hoffen, dass jetzt in den nächsten Stunden nicht noch irgendjemand erschossen wird oder angeschossen wird, dass noch was Krasses passiert. Sonst sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Oder hören uns wieder. Ja. Gut, Leute. Tschüss. Tschüss. Alles Gute euch. Tschüss.